Diese Horrorbilder geistern gerade durch soziale Medien. Bettwanzenplage in Paris. Möbel werden einfach auf die Straßen geschmissen. Aber auch aus Hessen kommen jetzt Meldungen, dass der Befall wächst. Das bestätigt auch Björn Kleinlogel, studierter Biologe und Schädlingsbekämpfer. Es ist ein größeres Problem auch in Hessen. Und zwar es ist so, dass die Bettwanzenbekämpfung schwieriger geworden ist, weil die Bettwanzen zunehmend Resistenzen entwickeln gegen die gängigen Insektizide. Das heißt, dadurch, dass die Bekämpfung schwieriger ist, treten die Tiere häufiger auf, zum Beispiel in Hotelzimmern. Und da sie sich sehr leicht verschleppen lassen in dem Gepäck von den Besuchern der Hotels, kann man sie auch leicht in das nächste Hotel oder mit nach Hause transportieren. Bettwanzen sind in Deutschland angekommen und sind mein persönlicher Albtraum. Ich hatte mal in meiner Wohnung Bettwanzen. Über ein halbes Jahr kam der Kammerjäger einmal im Monat und der hat sie einfach nicht rausbekommen. Ich frage jetzt mal in Frankfurt nach, was die Menschen hier für Erfahrungen mit Bettwanzen haben. In Bogotá war ich in Kolumbien. Im Hostel habe ich Bettwanzen gehabt und musste innerhalb von einem Tag alle meine Sachen waschen, weil ja, das war nicht so gut. Genau. Es war in Amerika damals, also. Als ich in Amerika gewohnt habe, ich hatte Bedbugs einmal und Gott sei Dank, ich konnte sie ganz einfach wegmachen. Lange galten Bettwanzen in Deutschland als nahezu ausgerottet. Wie kommt es denn überhaupt, dass sich die kleinen Blutsauger jetzt wieder ausbreiten? Man hat durch zunehmende Bekämpfungen, vor allem in Amerika und Australien, hat man eben resistente Stämme verursacht. Also die Bettwanzen haben eine Widerstandskraft gegen Insektizide entwickelt und dadurch werden die Bekämpfungen schwieriger und deswegen treten die Tiere häufiger auf, weil es eben nicht so leicht ist. Man kann nicht einfach ein Mittel ausbringen und alles ist gut. Man muss ein bisschen mehr wissen und gründlich schauen und gründlich arbeiten, um sie wieder wegzubekommen. Und das begünstigt sie eben dermaßen, dass sie sich weltweit ausbreiten. Oft sind Bettwanzen blinde Passagiere aus dem Urlaub. Deswegen sind sie in Hessen vor allem seit den Sommerferien stark auf dem Vormarsch. Die Bisse sehen ähnlich aus wie Mückenstiche, kommen aber meist nicht alleine und sind oft in einer Linie. Bettwanzenstiche sind in der Regel sehr unangenehm. Sie sind relativ groß und tief. Die Schwellung sitzt tief und es hält oft bis zu einer Woche an. Also Menschen, die von Bettwanzen gestochen wurden, sind massiv beeinträchtigt. Es ist eine große psychische Belastung, die wir erleben bei den Betroffenen. Doch was kann man tun? Damit es erst gar nicht so weit kommt, heißt es im Urlaub Matratzen auf Bettwanzen checken und dabei auch auf Rückstände wie Kotspuren achten. Der Koffer sollte geschlossen und weit weg vom Bett gelagert werden. Wer ganz sicher gehen will, wäscht die Wäsche dann zu Hause so heiß wie möglich. Dann sollte man auch keine Probleme mit unliebsamen Reisegästen haben.